Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Juhu. Und guck mal, die Spinne, die freut sich auch. Guck, die hopst auch die ganze Zeit am Baum hoch und runter da hinten. Ich habe mir das Windrad nochmal angeguckt und ich glaube, wir müssen die Flügel ein bisschen länger machen und dafür den Holzrahmen ein bisschen kürzer. Na Bob, na Bob, na Bob, toter Bob. Und ich glaube, ich werde einfach mal wegen dem... Au, 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 au. Oh, hat noch geklappt. Was machst du denn hier? Hm? Wolltest du mal wieder die Knochen schubbern, oder was? Mal wieder schön die Gelenke sauber machen und so? Da haben wir dem ja bei geholfen, ne? Das war doch okay. Ich glaube, ich werde einfach mal so eine Abstimmung machen oben. Dass man, seinen Senf dazugeben kann. Also so richtig wertend. Weil so eine Abstimmung ist ja immer so ein bisschen... Ja. Ne? Also so Abstimmungen sind so fixe Zahlen und so, damit kann man was anfangen. In den Kommentaren kann man natürlich auch was anfangen, aber die sind immer so ein bisschen relativ, ne? Da versteckt er sich einfach bei den Kühen. Was ist das denn für ein Penner? Weißt du, hatte ich gedacht, ja, wenn er... Was ist denn hier los? Also versteckt er sich einfach bei den Kühen, sondern macht so, ja, wenn er gleich reinkommt, dann boom. Was für eine Schweinebacke. Ja. So. Okay, was steht denn eigentlich als nächstes an? Ich würde gerne bei der Windmühle das große, große Feld mal so langsam machen. Und was ich mir auch überlegt habe, ist, wir könnten uns mal einen Eisengolem besorgen. Ne? Das ist eigentlich auch mal eine coole Sache. Ist da drin? Hi, mein Freund. Hey. Ey, ich hau zurück. Danke. Ja, und Inventar müssen wir unbedingt mal aufräumen hier. Nee, was war das? Das waren Hornschuppen, ne? Die behalten wir natürlich. Die rote Beete? Ja, komm, die tun wir mal weg. So. Ne, so ein Eisengolem und vielleicht mal so ein bisschen Wege machen hier, ne? Wir haben ja hier so eine Schaufel, dann können wir hier so ein bisschen Wege machen. Und auch die Tiere müssen dann natürlich irgendwann da hinten hin umziehen. Das wird eine Riesenwanderung. Aber da haben wir doch in nächster Zeit was zu tun. Wir könnten aber erstmal wirklich da oben die Mühlenradflügel ein bisschen länger machen. Und dann vielleicht schon mal so ein bisschen den Weg connecten von unserem... Hier, von den Bäumen zur Windmühle. Und dann können wir hier mal so ein bisschen weitermachen, dass wir hier die Welt mal so ein bisschen schöner bekommen. Und, das müssen wir natürlich auch flicken. Okay, egal. Was muss, das muss, ne? So. Das hier vielleicht, weil das finde ich irgendwie ehrlich gesagt nicht so schön, wenn das da so. Ba, ba, da, ba, da. Vielleicht machen wir da wirklich Trapdoors rein, wie wir das auch bei dem Windmühlen-Tutorial gemacht haben. Habe ich nicht ohne Grund so gemacht, ne? Da, da, da. So, ich bin gerade hier. Oh, guck mal, da. Nee, da fehlt gar nicht. Das geht ja nach unten. Geht nach da. Pass auf, da müssen wir hier mal. Nehmen wir das hier mal als. Ja, vielleicht nicht ganz da dran. Das ist nicht so schlau. Aber dann gucken wir jetzt mal hier. Soll hier das Ganze vielleicht ein bisschen länger machen? So, zwei Blöcke länger. Hier zwei und da ein. Dann haben wir nämlich so einen Flügel. Das sieht schon mal besser aus, glaube ich. So, und hier auf der Seite auch noch. Aber hier müssen wir... Ach, hier müssen wir nach oben, ne? Warte mal, wir kommen ja vielleicht hier rüber. Müssen wir da nach oben? Warte, ich muss mal gerade... Wir haben jetzt... Das länger gemacht, das länger... Genau, das heißt, wir müssten hier... Ach, das gehört ja gar nicht hier hin. Also, hier müsste einer, hier müssten zwei hin und hier müssten zwei hin. So. Au.
Jetzt können wir einmal von unten gucken gehen, weil wir brauchen eh noch ein bisschen Wolle. Es reicht nicht. Wir brauchen noch 8 Wolle. Oh, das ist, hier können wir eigentlich echt eine richtig schöne Hütte reinmachen, ne? So, einmal glübschen. Ja, ich denke, das sieht schon besser aus. Ich denke, das sieht dann echt schon besser aus. Aber noch ein bisschen Wolle holen. Gehen wir mal schnell gucken. So. Nein, ja. Wir hatten ja in der letzten Folge das Thema Videos, denen man auch gerecht wird, ne? Also, die einem selber auch irgendwie gefallen oder. Und da ist mir mal so eingefallen, Reaction-Videos, ne? Reaction-Videos waren so 2016, Anfang 17 waren die in den USA mega, mega beliebt. Und jetzt ist es hier halt so. Du bist... Nein! Nein, wieso durch den Zaun will der mich verarschen? Alter, nicht dein Ernst! Oh nein! Warum denn durch den verkackten Zaun? Habe ich Weizen? Ich habe Weizen. Alle zurück, Marsch! Oh, Scheibenkleister. Durch den Zaun. Ja. Ah, mit Ohren, eh. Och, nö, ja, komm, schmeiß die mal hier weg. Hier. So, kommt mal alle her, hier. Kommt mal alle hier, komm. Wir haben hier hinten aber genug Platz. Kommt mal hier ran. Oh, Mist, ey. Warte, ich versuche dich schnell... Rainer? Warum ist... Oh, jetzt ist das Tor da auch noch auf, ey. Oh Gott, ich krieg die Krise. Geh mal rein da, komm. Rein mit dir jetzt. So, danke. Ach, so ein Shit, ey. Naja, wenn ich gesagt, die Tiere müssen eh umziehen, dann machen wir das jetzt. Ma... Oh, wie dreckig, eh. Also richtig, richtig dreckig. So, machen wir einmal so. Komm, schmeiß mal Sand raus. So, danke. Machen wir mal Sticks. Und dann müssen wir gerade gucken, hier für Zaun brauchen wir mehr Holz wie Sticks. Okay. Das heißt, wir können noch mehr Sticks machen. So. Wunderbar, haben wir schon mal ein bisschen, ja. Boah, ich krieg die Motten, eh. Och, Mann. Okay, ja. Dann gehen wir jetzt erstmal Gehege bauen. Müssen wir mal gucken, wo das hinkommt. Ey, auch so ein Käse. Ja, auf jeden Fall. Oh, ärgert mich das jetzt. Auf jeden Fall wollten wir, ging es um Reaction-Videos. Reaction-Videos, ja, ich weiß, ne, mein Gehirn ist immer so ein bisschen AFK und ich verliere immer so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte, ne. Hier ist beim Thumbnail-Machen auch ein Creeper explodiert, nur so zur Info. Nee, bei Reaction-Videos sind halt so eine Sache, die ich zum Beispiel niemals so machen würde. Also nicht so, weißt du, Reaction-Videos sind mein Content und das würde ich nie machen. Weil das ist einfach so, erstens finde ich Reaction-Videos furchtbar langweilig. Und zweitens ist es einfach so, ich würde höchstens Reaction-Videos von meinem eigenen Content machen. Weißt du, da können wir drüber reden, aber ansonsten... Würde ich das nie tun, glaube ich. So, und bitte, pass auf. Ne, mit einem Strich hält die noch mehr aus als die Goldschaufel. So. Das muss nämlich alles noch weg. Und wir müssen das auch alles aufheben, weil wir müssen hier müssen wir zuschütten. Wir müssen den Fluss definitiv irgendwie umverlegen. Deswegen müssen wir das hier auch ja schön alles einsammeln. So, und ja, Reaction-Videos sind halt absolut nicht mein Ding, ne? Finde ich ganz... also, ich guck das auch nicht. Ich finde das einfach mega langweilig. So. Ja, wow. Weißt du, so von meinem eigenen Content, wie gesagt, da kann man noch drüber reden, aber von anderen Leuts Content, das ist irgendwie schon nicht fair, einfach denen ihre Videos da zu nehmen, finde ich. Man kann natürlich fragen und so weiter. War ja jetzt auch ein großes Thema hier, ne, mit Unge und bla und ach, weiß ich nicht. Da bin ich dann aber eher raus, weil das ist so ein bisschen wie die Promi-Flash. Das ist so Hausfrauengewäsch.
Klingt jetzt fies, ne? Entschuldigung an alle Hausfrauen, aber das ist so Pseudo-Beef auf YouTube, mit der man irgendwie Aufsehen erregt. Und das interessiert mich sowieso schon mal gar nicht. Also da bin ich raus. Also das ist so, ja, lass sie doch labern. Oh yeah, ich hab Beef mit dem und der hat Beef mit dem und wup, wup, Beef und ach komm, laber nicht. Schweine labern auch nicht. Weißt du, das ist so, das interessiert mich so nicht, die Bohne. Da bin ich einfach raus. Okay, ich überlege gerade, warte, hier hinter. Wir müssen gerade mal gucken, wie weit geht's denn hier hoch und wieder runter. Und weil sonst würde ich nämlich. Oi. Das ist ganz schön viel. Aber ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir zum Beispiel hier. Ich mache jetzt hier mal ein Gehege. Ich habe da so eine Idee. So. Das war jetzt nicht so schlau, aber gut. Dann lassen wir es mal so. Okay, das war schon ziemlich weit. So, da muss nämlich auf jeden Fall hier. Ja gut, hier muss auf jeden Fall nochmal raus. So. Muss raus. Hier ist dann ein Gehege. Wir werden dann auch später erkennen, wieso, weshalb, warum. Ich habe da so einen Plan, weil dahinter soll auf jeden Fall, da wo offen ist, soll noch ein Häuschen dran. Und dann machen wir vielleicht, wenn wir überlegen, dass wir hier auf jeden Fall was zuschütten, machen wir auf jeden Fall vielleicht hier noch so, dass wir auch mal zwei, ja, einfach so. Ja, machen wir da auf jeden Fall noch ein Gehege hin. Jetzt können wir erstmal hier das ganze Holz abhacken. Oh Mann, ey. Ja gut, aber damit werden wir jetzt, dank dem Creeper, werden wir jetzt auch genötigt, uns hier mal mit zu beschäftigen und das endlich mal anzugehen. Damit wir hier auch mal das Ganze ein bisschen schöner bekommen. Weil der Creeper hat uns jetzt dazu genötigt, ne? Ist ja klar. Und wir haben ja eh hier einen Haufen Holz angebaut. So. Und, Mit den Reaction-Videos. Ich verstehe auch nicht den Spaß daran. Also ich hätte keinen Spaß, ein Reaction-Video zu gucken. Und deswegen wüsste ich auch nicht, wie ich eins machen sollte, wenn ich es selber machen wollen würde. Oh mein Gott, was ein Satz. Aber zum Beispiel gecuttete Let's Plays, ne? Sind auch so eine Sache. Finde ich schwierig. Finde ich nicht schlimm, finde ich schwierig, weil das ist, so etwas zu cutten ist schon eine Kunst. Das muss man schon können. Und wenn man das da halt vermasselt, dann sorgt man, naja, da macht man im Prinzip das ganze Projekt oder die ganze Idee oder so, die macht man dann wirklich kaputt damit, weil man es einfach versemmelt. Aber es hängt auch so ein bisschen vom Spiel ab, ne? Also so voll das Story-Let's Play zu cutten, fände ich mega blöd. Macht irgendwie gar keinen Sinn. Weil man würde ja da voll die Story irgendwie zerreißen oder so. Also, ne, man müsste da sehr, sehr vorsichtig sein beim Cutten. Weil ich habe schon Kanäle gesehen, die haben zum Beispiel Far Cry 5, haben die in 4 Folgen gespielt. Das heißt, du hast von den 4 Folgen sind 2 Folgen im Prinzip story-relevante Szenen. Und die anderen 2 Folgen sind im Prinzip so eine Art Best-of. Ja. Das ist dann so, weiß ich nicht, also ich persönlich würde mir sowas nicht angucken, weil das, da geht doch viel zu viel vom Spiel verloren. So, gut, Far Cry 5 hat jetzt nicht unbedingt, Alter, dein Ernst, Far Cry 5 hat jetzt nicht unbedingt die Story, dass man sagt, gut, man kann das 100 Folgen lang spannend verfolgen und so, verstehe ich auch, ne, aber etwas jetzt auf 4 Folgen oder 5 Folgen runterzubrechen, das ist ja unheimlich, das ist ja wahnsinnig. Also, das kann ja gar nicht funktionieren. So, aber diese Videos sind sehr erfolgreich. Das heißt, man muss dann, also ich muss dann hingehen und muss mir überlegen, okay, was ist mein Ziel? Und wie komme ich eigentlich dazu, dieses Ziel zu erreichen? Und da muss man sich halt auch angucken, was ist denn so gewünscht oder erfolgreich oder, ne, man muss halt schon gucken, so wo geht der Trend hin?
Und der Trend geht ja ganz klar, wie wir schon hatten, ne? Let's Plays sterben aus, so klassische Let's Plays. Der Trend geht viel mehr zu so alles im Best-of-Format zu machen. Weil der Zuschauer wird dann, ne, also du oder ich oder je nachdem, ne, wird dann halt so ein bisschen, man wird von witziger Szene zu witziger Szene gejagt, man ist immer entertained und bekommt zwischendurch die drei Storyfetzen zugeschoben. So. Das ist so der Konsens heute. Ne? Okay. Ist ja nichts Schlimmes erstmal. Jetzt ist aber die Frage, wie übertrage ich diese Idee denn so, dass es auch mir selber gefallen würde? Wie macht man das? Muss man sich dann hinsetzen, muss man sich überlegen, so, okay, normale Let's Plays machen, kannst du knicken, damit hast du keine Chance mehr heutzutage. Aber so gecuttete Let's Plays, die sind voll okay, ne, weil, ne, wie gesagt, du wirst die ganze Zeit bespaßt, du wirst die ganze Zeit, ne, in Action-Szenen gehalten und. Aber wie kann ich das denn jetzt machen, dass ich selber damit zufrieden bin? Weil ich persönlich, ne, also ich, ne, der Lars und so, und ich sag irgendwie voll oft, ne, heute. Ja, furchtbar. Wie kann ich es schaffen, dass das für mich persönlich auch zutreffend ist, aber nicht so kacko? So. Ja, wie das halt die meisten so machen, so richtig, richtig hardcore, alle schnibbeln und raus und weg damit und Hauptsache die lustigen Szenen sind drin und wie kann man das erreichen, ohne dass das so ist? Weil das ist für mich zum Beispiel zu flach. Das würde ich nicht gucken. Da würde ich meine eigenen Videos ja nicht gucken. Und man sollte schon seine eigenen Videos gucken wollen. Ja. Entschuldigung. Ja, und wie man das hinkriegt, ich glaube, ich habe eine gute Lösung gefunden und es wird dann auch morgen oder übermorgen wird dann da mal die erste Folge kommen. Erste Überlegung. Und es ist jetzt auch keine Neuerfindung oder so. Es ist einfach etwas, was auch andere schon so versucht haben oder so mal ausprobiert haben. Und es vielleicht nicht für gut befunden haben oder selber damit nicht zufrieden waren, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich halt so ein paar Konzepte gefunden, wo ich sage, hey, so gefällt mir das, so würde ich es auch machen. Und so probiere ich das mal. Und mit der Zeit kriegt man dann natürlich so seinen eigenen Stil so ein bisschen da rein. Oder man macht ja auch von vornherein schon so ein bisschen seinen eigenen Stil, weil man einfach, jeder macht ja Videos so ein bisschen anders. Und das hat mich letzten Endes, diese Überlegungen und dieses Rumsuchen und Recherche betreiben, oder ja, hat mich letzten Endes dazu verleitet oder dazu bewogen, so etwas mal auszuprobieren. Und da bin ich echt gespannt, wie das ankommt. Und jetzt denken alle, ja, Lars, laber doch nicht, sag doch einfach, was es ist. Ja, aber es ist besser, wenn man sich ansieht. Erklären kann man es nicht so gut. Ich werde das dann auch noch erklären in dem Video selber, aber also auch schnell, ne? Nicht so viel Blabla wie hier. Das hier ist ja einfach zum Quatschen, weil es ist Minecraft Survival. Was will man da? Da kann man nicht die Mega-Action erwarten. Außer so ein beknackter Creeper, der einfach mal alles in die Luft jagt. Durch den Zaun. Ich werde festen überzeugen, dass er nicht reagiert durch den Zaun. Aber hat er ja wohl doch. Der kleine Lausebengel. Das müssen wir hier noch ein bisschen abhacken und da noch. So, ich glaube, das war's. Ne? Können wir hier. Also müssen hier nochmal reingucken. Der Baum ist schon sehr groß. Nicht, dass wir hier oben irgendwo so ein Stück Holz übersehen. Und dann decayt hier gar nichts. Aber da liegen schon Setzlinge drin. Also ich glaube, die. Aua, decayen. Also die spawnen. Da. Holz muss ich mitnehmen. Da führt kein Weg dran vorbei. Komm, Seegras weg. Schubs, davon gibt es so viel. Setzlinge brauche ich eigentlich nicht. Nicht so wild, nur das Holz, das brauche ich definitiv. Hallo, wer bist denn du? Wer bist denn du? Und du? Und du? Nee, ich will keinen Dreizack, danke. Brauche ich nicht. Die Äpfel, die lassen wir den Tierchen, die hier rumrennen. Die können die dann anknabbern und futtern und machen und tun. Wir müssen erstmal hier.
Ja. Und da müssen wir mal gucken. Und dann könnten wir vielleicht eventuell... Weil jetzt haben wir da einen. Das wird eher klein, glaube ich. Dann könnten wir hier vielleicht noch ein bisschen was Größeres hinmachen. Wir haben ja hier ein bisschen Platz. Da. Dankeschön. Ja, können wir vielleicht hier irgendwie noch einen größeren hinmachen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann müssen wir auch mal da oben, müssen wir das Ganze noch fertig machen, hier mit dem Mühlenrad. Aber vielleicht kann der ein oder andere sich ja schon vorstellen, was ich vorhabe. Ne? Weil da hinten ist jetzt ein Gatter, da ist noch ein Gatter, hier kommt noch ein Gatter hin. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze fertig aussieht. Ich gehe jetzt mal hier rein, bevor ein Creeper kommt. Ich habe da schon einen gesehen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao mit Pfau.